Hier wird gefragt, Tangens von Beta zu berechnen, wenn man weiß, dass Tangens von Alpha gleich zu 1/5 ist und wenn man weiß, dass Alpha plus Beta 3π⁴ Radiant beträgt. Durch diese Angaben können wir Tangens von Alpha plus Beta auf zwei verschiedene Arten berechnen. Zuerst diese, da Alpha plus Beta 3π⁴ ist, muss Tangens von Alpha plus Beta der Tangens von 3π⁴ sein, das heißt minus 1. Andererseits können wir Tangens von Alpha plus Beta durch die entsprechende Additionsformel berechnen. Hier drin können wir Tangens von Alpha da und da durch 1/5 ersetzen, also so. Oben machen wir diese zwei Brüche gleichnamig, wir setzen alles auf 5, unten genauso und somit erhalten wir sofort diesen Bruch. Tangens von Alpha plus Beta ist also gleichzeitig gleich minus 1 und gleich zu diesem Bruch. Also muss dieser Bruch gleich minus 1 sein. So. Das ist eine Gleichung ersten Grades in der unbekannten Tangens von Beta. Das, was wir suchen. Also lösen wir einfach diese Gleichung. Diese Differenz, die links teilt, wird rechts rübergesetzt, wo sie multipliziert. Also wird minus 1 auf diese Differenz verteilt. So. Jetzt setzen wir noch Tangens Beta links rüber. Dann steht links 5 Tangens Beta minus Tangens Beta, also 4 Tangens Beta. Und rechts steht minus 5 minus 1, also minus 6. So. Diese 4 setzen wir jetzt noch rechts rüber, wo sie teilen wird. Und somit finden wir, dass Tangens von Beta gleich zu minus 3/2 ist. Und der Auftrag ist erledigt.